Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Deutschland. In Deutschland Krimi. Nee, Krimis nicht. Wir müssen hier die letzten Ballen gerade noch von der Fläche holen. Dann sind wir da auch schon mal durch, ne? Schicki feini, tippitoppi. Nee, viele sind es nicht mehr. Es hat ein bisschen was gegeben, aber das wir jetzt da sagen können, wir jetzt steinreich an Stroh, das können wir leider nicht sagen, ne? Aber es reicht. Für den Anfang. Wir haben ja auch noch keine Tiere. Also denke ich, werden wir übers Jahr kommen mit den zwei Flächen Stroh. Letzte Balle noch von der Fläche. Dann den Einstreuer fix weggeholt und dann, ja, könnten wir eigentlich rein theoretisch wenden fahren. Ja, wir müssen nämlich wenden. Weil, damit wir heu kriegen, ne? Wir müssen auch noch mulchen, kalken und tiefen lockern. Das sind alles so Arbeiten, die rennen uns im Moment nicht weg. Aber ich brauche den großen Fan noch zum Pressen. Deswegen können wir den leider nicht mit CP jetzt sagen, hier hör mal zu, du könntest ja schon mal eine Runde tiefen lockern. Damit das erledigt ist. Eigentlich wollen wir das ja auch selber machen, ne? Sind wir die ganze Zeit, bin ich da nicht gegengefahren. Jetzt, wo die Aufnahme an ist, dann fahre ich wieder dagegen, ne? Das ist Optik grandiöse. Sagen wir, wie es ist. Nicht, aber. Ist so. Na, guck mal, hängen wir den eben hinter, räumen den auf von der Fläche. Perfekt. Boah. Sagt mal, ja, bei mir ist ja Mittwoch, ne? 14.8. Gestern war ja der 13.8. Wie viel Temperatur hattet ihr denn so? Würde mich mal interessieren. Wir hatten 37 Grad, gefühlte 43 standen auf dem Tacho. Auf der Handy-App. Ja, in der Sonne, auf, also im Schatten auf dem Thermometer standen 38. Sind wir nicht vorne, ist die Glückssache, oder? Wo bin ich denn? Ach, alles klar. War ja richtig schickifani, oder? Sagen wir mal, wie es ist. Ich konnte mich auch kaum vor Freude gestern halten, ne? Aber wir können schon einstreuen, ist ja gut. War ja lecker Wetter, ne? Also Junge. Die Leute, die dann auf dem Bau sind und draußen arbeiten müssen, die haben mir gestern schon ein bisschen leid getan. Ich habe mit euch geschwitzt. Junge, zum Schluss konntest du es hier nicht mehr aushalten. Wie ist er jetzt noch? Wie seht's hier? Transpiration par excellence und ich habe nur 2 Minuten mit Fenster zu. Nicht normal. Das eine willst du, das andere musst du. Also muss man auch mal in den sauren Apfel beißen und ein bisschen schwitzen, ne? Junge, ist das warm. Ist halt so, ne? Na, ja, hier kann ich jetzt das Fenster wieder aufmachen. Aber jetzt soll auch, glaube ich, noch Gewitter bei uns geben. Guck mal, haben wir den ersten Stroh aber auch schon im Kälberstall. Aber zeigt er eh nicht an, ne? Das wird ja unser Bullenmaststall. Na, jetzt zeig ich dann nicht. Ist ja kein Problem für uns. So, guck mal, können wir den eben wieder umdrehen? Wenn wir es denn heute hinkriegen, weil vorne, habe ich ja schon mal gesagt, ist heute irgendwie Glückssache. Tippitoppi, nicht. Schieben wir die Bude da eben wieder rein. Steht sie nicht so im Weg, ne? Einiges Blechle. Guck mal. Rein. Ab vorn. Ach komm, wir lassen die Pike eben dran. Ist ja kein Ding. Er hat so Stollfläche da hinten. Also, so mit 260 PS, ne, ist hier auch nicht immer so gut Kirschen essen. Sagen wir, wie es ist. Also, da kannst du auch schon mal ein PSchen mehr haben, ne? Stell dir mal vor, ich hätte einen Butterfly hinter dem Fan gehabt. Wäre gar nicht gegangen, ne? Wir haben noch eine richtig steile Fläche, die wir bearbeiten müssen. Wir dürfen nicht vergessen, ich muss noch eine Wiese kalken und düngen, ne? Hab ich schon.
ist. Irgendwas ist ja immer, ne? Jetzt machen wir erstmal eben schnell ein Bildchen. Druck. Danke. Ich stelle meine Kamera mal hin. So. Dann kann ich nämlich gleich das Fenster aufmachen. Bevor ich dann außen ansehe. Beim Rennen. Aber zum Ballen stapeln, ich kann den Ballen stapeln, nicht in der Außenansicht. Ich bin da ganz ehrlich, ich muss das in der Innenansicht machen. Aber sobald Lichteinstrahlung aus Dreck kommt, ne, kennt ihr wahrscheinlich selber, wenn ihr mit Dreck spielt, ist verloren. Ist so. Deswegen muss dann das Fenster auch mal zu sein. Herrlich, ne? Jetzt kriegen wir ein bisschen was fertig. Muss man einen Spielstand einrichten, aber ich weiß auch noch nicht wann. Wenn es mal wieder kühler ist. Von eben hier beim Bordstein. Feuerselemente, klapp dich auseinander. Auf dass die Fädestärken den Windern nicht an der Zappelwelle zerreißen, ne? Abflug. Vom Eule. Am Dra. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das schon Eule? Ja, ne? Junge, Junge, Junge. Wird wieder zu knapsen, ne? Ja, aber vom Allerfeinsten hat er zu knapsen. Ja, hier geht's, ne? Aber da die Steigung nun. Ja, ja, hier bin ich das eben rausgefahren, ne? Dachte, nimmst du mal die Feldeinfahrt, stand ich da. Und dann habe ich mir gedacht, bevor du jetzt um die halbe Map fährst, dann fährst du doch lieber die Geheimausfahrt raus, ne? Sagen wir, wie es ist. Habe ich dann auch gemacht. War ganz gut so. Da läuft, ne? Zappelwelle. Kreisel drehen sich. Wir kriegen unser erstes Heu, ganz wichtig. Hoffentlich gibt er noch einen ordentlichen Schlag. Wäre ganz gut für die Futterplanung. Ne? Wenn wir die ersten, das erste Heu haben, können wir Schafe kaufen, dass das anfangen zu laufen. Das wäre echt tutti, ne? Ein bisschen Wolle nebenher produzieren. Und mit 20 Schafen geht es auch nicht weit, ne? Muss man auch nicht sagen. Aber wäre schon mal schön, so ein bisschen was. Dass du sagen kannst, wir haben hier so ein bisschen Einnahmequelle. Wäre echt gut. Weil sonst wisst ihr ja selbst, wie es läuft, ne? Nicht gut. Weil du keine Taulers regenerierst. Und wir müssen uns nichts vormachen. Wenn ich Bullenmast mache, brauchen wir 18 Monate, glaube ich. Bis wir dann wieder Kugler einfahren. 18 Monate nichts im Stall ist nicht so schön. Oder keine Kohle in der Kasse. Aber dann kriegst du halt Kohle, ne? Dessen muss man sich immer bewusst sein. Dann muss die Ernte gut laufen, dann muss dies gut laufen, dann muss das gut laufen. Also wir werden wahrscheinlich noch ein neues Feld irgendwann uns zulegen müssen. Aber da sind wir noch weit von entfernt. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir das erste Jahr vernünftig überstehen. Und dann können wir neue Pläne machen, ne? Sagen wir, wie es ist. Ehrlich, ne? Immer, top Job. Kronewende ist Gold wert. Ich hätte ja den Sommerschwender genommen, ne? Aber dann hätte ich mit Rote Beete und so spielen müssen. Da habe ich absolut keine Lust drauf, ne? Sobald du den Spielanstand mit dem DLC startest, ist nichts außer Rote Beete und Pastinacke auf der Karte. Und das muss ich nicht haben. Weil dann kannst du nämlich auch nicht mal sagen, komm, wir machen mal eben hier ein Missionchen, da ein Missionchen. Doch, kannst du. Aber ihr wisst ja selber, was das heißt, das Zeug zu ernten. Junge, Junge.
nicht so einfällt. Schikram, ich will hier nicht aussetzen. Ich will jetzt wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Ich halte da nichts von, den Bänder hochzumachen. Ich bin ja ganz ehrlich, habe ich schon tausendmal erklärt. Muss ich ja jetzt nicht wieder erklären. Darf in der Folge nicht fehlen, so ein Hüpperchen, denn sonst ist das nicht eine richtige LS-Folge, ne? Ja. Junge. Also, hatte ich das jetzt schon mal hier gesagt, ne? Wir streamen ist jetzt immer sonntags um 15 Uhr. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst, nicht, dass ihr hier auf den Stream wartet. Ich glaube, ich habe das in den anderen Folgen vergessen zu sagen. Aber das haben wir auf sonntags, oder ich habe das auf sonntags gelegt, ne? Weil donnerstags ist ja dann ja, mit Einkaufen und mein Schwager, der hat überall Zeit und hier und da und dann bin ich erst kurz vor knapp da und ist dann doof. Deswegen machen wir das jetzt Sonntagsstream. Ist ja auch ganz angenehm auf den Sonntagnachmittag. Wenn wir dann mit Stream fertig sind, können wir in Ruhe den Grimhofen Martin luschen und dann ist die Welt in Ordnung auf den Sonntag. Ne? Läuft. Es ist zu warm. Müssen wir einmal raus. Oh nein. Was nicht. Sonst ist es nicht vernünftig. Und dann beiße ich mir in den Hintern. Wenn das nicht ordentlich ist. Aber so kannst du ja vernünftig drehen, brauchst nicht ausheben, hast keine Häufchenbildung, keine kahlen Stellen, tippitoppi. Wo geht der? Ich sag euch das, das läuft. Fast wie ein Länderspiel, ne? Von Jamaika. Die können doch Fußball spielen. Junge, Junge, Junge. Jetzt sehen wir Blödsinn, ne? Ja, normal. Normal. Was willst du mehr? Nix. Weiter mehr. Wenn wir hier echt der Treue runterhauen, ich glaube, dann haben wir genug. Ja, aber dann ist ja auch unsere größte Wiese, wenn ich das so sehe. Die anderen sind nicht so groß. Hoffentlich ist das kein Fehler, hier Holz zu machen und auf den anderen Silage. Silage wollen wir machen. Bin dann noch nicht so sicher. Ich dachte vielleicht zu wenig. Guck mal, dann kannst du hier auch mal so eben das noch mitnehmen, was da liegen geblieben ist. Das läuft. Herrlich. Wir werden noch Kalk kaufen müssen, ne? Also wir kommen mit dem bisschen, was wir haben, bestimmt nicht hin. Nee, werden wir nicht hinkommen. Entschuldigung. Schlafen war ja nicht so viel. Wir tun die Leute dann leid, wenn die dann die ganze Nacht nicht schlafen und morgens dann so früh zur Arbeit müssen. Junge, ey, für die ist das ein Horror. Kennt ihr ja noch von selber. Wenn du nicht schlafen kannst, muss dann früh raus. Das ist nicht schön. So, können wir nochmal dran langzirkeln, dann ist das aber auch gleich fertig. Ne? Ich glaube, dann werden wir aber gleich erst Mulchen vor. Damit das auch erledigt ist. Kann das noch so ein bisschen durchtrocknen, ne? Das wäre ja tippitoppi. Wenn das so klappen würde, wie man sich das vorstellt.
Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.